Ja. Okay. Chokma Sephire. Ach so. Das sind also die Dinger. Das ist ja interessant. Okay. Interessant. So, dann... Das haben wir auch schon gelesen. Wir könnten die Bücher und die Schriftrollen... Die Schriftrollen. Natürlich. So, was ist das denn? Kuss Insektoidenöl Agentia. Ihr habt dies bereits gelesen. Okay, das heißt, wir können das jetzt alles wieder verkaufen. Interessant. Wo war ich jetzt eigentlich gerade dran? Ich muss mich auf eine Quest jetzt irgendwie... Agentia, ja, das ist schön. Quests. Berengas Geheimnis. Sumpfbewohner nach Berenga fragen. Okay, das heißt, die Sumpfbewohner, wir gehen jetzt als nächstes in den Sumpf. Quest auf Karte verfolgen. Genau, Tor zum Deich. Wir biegen da jetzt links ab, dann biegen wir rechts ab und gehen geradeaus. Okay, gut. Machen wir. Wird gemacht, meine Freunde. Wir gehen jetzt in den Sumpf. Hallo, Sumpf. Ja, ich kann auch kommen. Ich kann es auch kaum erwarten, irgendwas zu finden. Ja, genau. Sag ich auch immer. So. Dank unserem Freund dürfen wir jederzeit durch dieses Tor durch. Was ich schon sehr nice finde. Ja, der Sold ist das nicht wert, das stimmt schon. Aha, haben wir einen Hund mit rausgenommen. Alter, wie schön. Also eigentlich für so ein altes Spiel ist es schon wunderschön hier. Ich speichere auch nochmal ganz kurz. Nur mal so sicherheitshalber, ich speichere eh viel zu selten. So, da können wir eh nichts machen. Da sitzen noch ein paar Söldner. Warum auch immer. Schau mal auf die Map. Wo müssen wir denn hin? Deich. Wir müssen da runter. Lustigerweise, okay. Witzigerweise müssen wir da runter. Mit den Söldnern rede ich jetzt mal nicht. Ja, du musst mehr sparen. Definitiv. Ach ja, wir müssen da mit der Fähre fahren. Na komm. Jetzt kommen wir. Jetzt können wir weitergehen. Kaufmann. Wahrscheinlich müssen wir mit dem Flößer reden, der da hinten jetzt gerade irgendwo hingegangen ist. Das ist der Typ, der da läuft. Moment. Flößer, warte auf mich. Ich muss mit dir sprechen. I hate loading goods. I hate loading goods. Aha. Das ist ja interessant. Ach, da ist der Fährmann, natürlich. Entschuldigung. Transport services at the best prices. Okay, wohin bringt mich auf die andere Seite? Take me to the other side. Times are wasting. Made up your mind? Ja, ich bezahle euch. Ja, natürlich. Ready to go? Jo, gehen wir. Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf! How many times are you going to ask me that? To the swamp. Na, ich bin ja mal gespannt, ob die was über Berenga wissen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist auch noch so eine Side-Story, die sich jetzt irgendwie durchs komplette Spiel ziehen wird. Oder die wird jetzt gleich aufgelöst werden. Das kann natürlich auch sein. So. Da hinten hat uns was beobachtet. Vapors, drowners and wet feet. That's all I'll find here. Okay, Jean-Pierre. Who are you? A witcher. Well, well. I thought Leo Bonhart had disposed of your kind. Never heard of him. Nor will you again. We all, in this profession, eventually meet someone better than us. What profession is that? Bounty hunter. What brings you here? Ich bin wegen der Anzeige hier vielleicht, ich weiß es nicht. I'm here about the notice.
Finally. Got the hides? I'll return when I have the pelts. I'll be here. Okay, wer war Bonhart? Who was Bonhart? Old Leo was a legend. In some ways, he was like you. He killed without emotion. Just like you would kill a lame drowner. He was the best. Tall, slim, and one gaze from those empty eyes could break a man. Was he a mage? No. He slew some witchers. Those who riled the peasants. Magic tricks and witchers' reflexes proved useless against him. But he's dead. As they say, he hit a harder rock than he was himself. Yes. Take care, Witcher. Leb wohl. Farewell. Oh, farewell. Ja, die Stimme ist... Die, wow. Ich mag das. Ich wollte Witcher 3 ja auch zwischenzeitlich auf Englisch mal umstellen, aber irgendwie habe ich das dann doch nicht gemacht. Warum auch immer. Weil auch die deutsche Stimme da toll war. So, Silberschwert habe ich ja gemütlich Zeit, dass ich das... So, Ertrunkener. So. So. Haben wir die gleich mit dem ersten Schlag besiegt? Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut, so. Dann steck dein Schwert weg, Hexer. Dann hole ich mir erstmal den Loot hier ab. Wunderschön. So, dankeschön. Ein bisschen Leichengift kann man immer brauchen. Der hat keinen Loot. Der hat ein bisschen Loot, kann man auch immer brauchen. Sehr schön, nehmen wir mit. Dankeschön. Ich gehe ohnehin in die falsche Richtung. Tongruben. Auch interessant. Weiße Myrte gibt's ja auch. Looks like a brickmaker's village. Okay, der ist grün. Hat er eine Quest oder wie? I hate droughts. Okay. Warum nicht? Warum sind die... Moment. Da ist der rote Punkt. Der rote Punkt. Ja. My father and grandfather baked bricks. No doubt I will too. Okay, ich gehe in Vaskas Haus. Hallo, ich will mich nicht anstellen, ich will in Vaskas Haus gehen, Alter. Ich kann nicht in Vaskas Haus gehen. Ich kann nicht in Vaskas Haus gehen. Ich will in Vaskas Haus gehen. Ach, da ist Vaska. Natürlich. A traveler from distant lands. He has lost something he now seeks. What shall I call you? Vaska, the village elders. Geralt, Witcher. What do the villagers do? We mine clay and produce bricks. I see none working. Hard times. Speak. What do witchers do? We solve problems. Want to ask something? Ja, hier. Has another Witcher been here? Berengar? He has. Asking different questions about those alchemies. The alchemist Kolkstein must have sent him. Then we happened upon his gear in a clay pit, covered in blood. Thanks, Vaska. White-haired one. There were signs of fighting there and not with monsters. He was attacked by men. Beware of flaming lizards and dry ones. I need you alive. Okay. Do you have monster problems? Indeed. Creatures have made nests in the clay pits. What are they like? As if drowned, then resurrected. Drowners. I can finish them. We're poor folks. I can pay no more than 50 orans. Okay, ja, für euch, ja, okay. That's enough. Where are they? Towards the landing, but take the other road at the fork. At its end, you'll spot our tormentors. Okay, na gut, dann haben wir jetzt Malkart. Ah, da hinten sind die Obelisken. Okay. Ach, das ist nur ein Obelisk, aber da können wir wenigstens schon was einsetzen, weil den Stein haben wir schon. The obelisk seems ancient. Pity I don't understand these runes. Yup. So. Sephira and obelisk merged. The old spells still work. Jawohl, das machen sie. Warum folgt mir eigentlich dieser Hund? Schnuppernder Hund. Ich habe keine
Keine Ahnung, warum der mir folgt. Ich weiß es nicht. So. Dann haben wir noch einen anderen, falls wir den finden. Das ist der, was war das noch für einer? Das war der Chokma. Genau, der Chokma, den können wir auch schon einsetzen, falls wir da den Typen finden, also den Obelisken finden. Warum folgt mir dieser Hund auf Schritt und Tritt? Ich verstehe es nicht. Egal. Was haben wir denn da Schönes? Aha. Aha. Nice. Okay, dann haben wir den besiegt. Sonst ist ja nichts mehr. Da nach hinten. Auch wenn ich hier in die falsche Richtung gehe, ich schaue mich hier trotzdem mal um. Einfach nur vielleicht, um die Karte aufzudecken. Die im Übrigen auch wieder relativ groß ist. Tongruben. Ich bin hier oben. Ich komme da noch früh genug hin. Hier. Leichnam? Wo war da jetzt ein Leichnam? Offenbar nirgendwo. Ja, egal. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Wo kommen wir denn da hin? Ja. Da ist noch ein Ertrunkener. Das ist wunderschön. Unbekanntes Kraut. Eigentlich ist das eine Gans oder so, aber es kann auch unbekanntes Kraut sein. Natürlich, warum nicht? So. Die Tongruben sind da unten irgendwo. Eigentlich da hinten mehr so. Bin gespannt. Diese Schreckmusik. Diese möchte gern Horror-Pseudomusik. Pseudomusik vor allem. These boggy holes must be clay pits. Offenbar. So, dann stelle ich mich mal da rein, dass ich irgendwie da zentral drin bin. So, okay, dann Hexerschwert und Gruppenstil. Warum soll dir jetzt jemand helfen? Ich verstehe es nicht. So, okay, das heißt, die haben wir jetzt erledigt. Finde ich toll, mag ich gerne. Ja, hier kann man noch ein bisschen looten. Ich verstehe immer noch nicht, warum mir der Hund hinterher läuft. Ist vielleicht dieser Hund Berengar? Wurde er denn verwandelt? Jetzt wollte ich vergewaltigt sagen. Ich meine, ja, kann auch passiert sein, aber naja, man weiß es ja nicht so genau, ne? Nein, geh hier lang. Hier lang ist kürzer. Definitiv. So, weiße Myrte brauche ich nicht sammeln. Ich wüsste nicht wofür. Da sehe ich einen Ort der Macht durchscheinen. Da gehen wir auch gleich hin. Komm, da gehen wir jetzt gleich hin. Was soll der Geiz? Pfad durch den Sumpf. Ich finde es auch toll, wie hier einfach mal überhaupt kein Pfad ist. Ja, was werde ich tun wollen? Hier. So, Ritual der Magie haben wir durchgeführt. Wunderbar. Ich setze auch die Zeichen viel zu wenig ein momentan, ne? Na gut, das ist auch nicht unbedingt erforderlich gerade. So. Vaska ist wieder hier beim Wäschewaschen. Want to ask something? Hier. I've killed the drowners. You showed us mercy, yet I deceived you. I can offer no money, but you cannot leave unrewarded. Take this amulet. It's Kezath, the symbol of mercy. Will do. Wonderful. Now we prepare for the coming of the lords. Who are these lords? We worship them and receive the grace of those from the eternal deep. I keep thinking of the fish people, Vodunoi. How dare you? Those names offend the lords. Mhm. Auch interessant. Okay, ich habe 3 Sephiroth gesammelt, bleiben noch 7. Das heißt, ich muss mich hier jetzt ohnehin umschauen, oder wie? Warte mal, was wollen die Karte von mir? Die Tongruben immer noch. Warum?
Nesta Obelisk, die Jessat Obelisk, Vaskas Hütte. Okay. Ot Obelisk, Schrein der Militele, Schrein der Militele, Vena, Keta, Chokma und Kesat. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier Kesat. Ne, weil da kommen wir dann ohnehin auch ein bisschen die Karte aufdecken und so weiter und auch zum dem zweiten, den wir schon einsetzen kann. Was zur Hölle ist das da vorne? Ah, ein Blödtiger. Interessant. So. So. Ach, wie schön, dass der hier ausweicht. War das der schnelle Kampfstil gegen die Blödtiger? Anscheinend ja. Aha, und wir sind vergiftet. Ich muss mal ganz kurz hier Inventar. Ich muss mal was essen. Ja, einfach mal. Ist auch schön. Ist auch einfach schön. Ich wähle Weintrauben aus. Und was macht der Typ? Ich kann gerade nichts mehr essen. Okay, jetzt hat er ein bisschen Weintrauben genommen. Jetzt kann er natürlich gerade nicht mehr gleich sofort was essen. So, da ist noch ein Blödtiger. So. Und gleich nochmal, und gleich nochmal, und gleich nochmal, und gleich nochmal. Und Gruppenkampfstil. Bin ich gerade gestorben? Nein, aber ich bin am... Ich bin hart am Ende. Hart am Ende. Hart am Ende. Ach so, ja, rechte Maustaste ist ja, genau. Warum genau nehme ich Schaden? Ich weiß es nicht. Ich lasse mal die Schwalbe ganz kurz einwirken. So. Der Blödtiger kann warten. Und ich wähle Igni aus. Weil ich es kann. Weil ich es einfach kann. Der Blödtiger ist wieder weg. Er ist spurlos verschwunden. Nein, da ist er. Da ist ein Ertrunkener. Okay, der Blödtiger ist wirklich spurlos verschwunden. Egal, macht er nichts. So, den haben wir schön weggesenst. Überreste, da vorne haben wir gekämpft. Ach, das davor. Ach, wir sind einfach nur viel, viel weiter gelaufen, als ich gedacht hatte. Na dann. So, na komm her. Aha, den haben wir auch. Aha, der explodiert nochmal zum Schluss. Auch interessant. Tipperat Obelisk. Ich will eigentlich zu dem anderen Obelisken, wo auch immer der sich befindet, da hinten. Also da hinten nicht, aber ich muss da irgendwie anders abbiegen, habe ich das Gefühl. Oder ich werde verarscht, das kann auch sein. Ich glaube, ich werde verarscht. Ich weiß es nicht. Nein, da führt noch ein Wegelchen. Da führt noch ein Wegelchen entlang. Wunderschön. Genau, da kann man hin. Sehr schön. Wunderbar, haben wir alles, hat sich alles aufgeklärt. Wunderschön. Och nö. Och nö. Och nö. Och nö. Na komm. So, Einäscherung, wunderbar. Hallo Geralt, jetzt verschwinde!
Habe ich schon einmal kritisiert, dass der Typ einfach nicht verschwindet, wenn man es ihm sagt? Toll. Toll. Einfach wunderschön.